Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt eigentlich kurz vor der Sommerpause. Ich werde jetzt Urlaub machen. Es wird jetzt die nächsten 2 Wochen keine Videos geben. 2 Wochen, ich glaube, das halten wir so aus und dann geht's wieder los. Ich hatte ja letztens ein sehr interessantes Video zum Thema Hydrophobie hochgeladen und ich wollte euch immer zeigen, da ist der Dry Spot, da ist die Trockenstelle und ich habe das ja selber nicht so richtig geglaubt und jetzt testen wir das mal. Ich habe hier diesen wunderbaren Bodenprobennehmer von rasengrün.de. Guckt mal in die Beschreibung, rasengrün.de. Das ist eine kleine Werbung jetzt hier, dieser Bodenprobenentnehmer gibt es bei Rasengrün. Ich kriege da einen kleinen Anteil, kleine Provision. Deswegen sah ich das hier auch, aber ich finde das Teil richtig klasse. Und damit kann man natürlich solche Proben entnehmen. Dann habe ich hier noch so eine ganz einfache Pipette. Da kann man alles andere auch nehmen, um das Wasser auf die Probe tropfen zu lassen. Und das machen wir jetzt. Ich werde jetzt 2 Proben ziehen. Eine Probe da, wo der Rasen gut aussieht und eine Probe da von dieser Trockenstelle. Jetzt schauen wir mal, auch relativ fest der Boden, er ist relativ fest. Zack, einmal drehen und dann haben wir jetzt hier, da genau, dann haben wir eine schöne Bodenprobe, die ziehen wir mal glatt. So, und jetzt holen wir uns ein bisschen Wasser und lassen da einen Tropfen drauf tropfen. So, jetzt lassen wir mal hier einen schönen Tropfen drauf tropfen. Und das Wasser ist sofort weg. Das Wasser wird sofort aufgesogen. Seht ihr das? Ich hoffe, seht ihr. Hammer. Also der Boden nimmt hervorragend das Wasser auf. Ich bin ja selbst immer so ein bisschen skeptisch, was solche Firmen verkaufen. Und gerade dieses Wetting Agent Zeug, also dieses Mittel, um die Hydrophobie zu beseitigen, ist richtig, richtig teuer. Klar, die Golfplätze wenden das an und die haben natürlich viel Fläche. Ein paar 100 Quadratmeter hier für zu Hause. Wenn man dann so einen 2,5 Liter Behälter für 180 Euro kauft, das ist natürlich schon echt brutal. Und jetzt bin ich immer echt gespannt, ob hier irgendein Unterschied zu sehen ist. Es wirkt schon sehr viel trockener, das Gras. Ich schneide wieder oben die Oberfläche ein bisschen ab. So. Es wirkt sehr sandig. So, jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Es ist, Leute, es ist unglaublich. Das gibt's ja gar nicht. Es ist ja unfassbar. Ja, ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Hydrophobie! Das ist ein echter Dry Spot hier. Na, mach ja nochmal, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Dann haben wir noch eine Stelle hier. Dann muss ich nochmal Wasser holen. Ich hole nochmal schnell Wasser. So, da bin ich wieder. Zack. Der Boden fällt schon richtig auseinander, wenn ich ihn rausziehe. So trocken ist der. Ist völlig trocken. Das glaubt man echt nicht. Hier. Das ist. An zwei Stellen. Hier. Das ist total irre. Also das ist kein Fake gewesen, liebe Leute. Das ist kein Fake gewesen. Ja, eine Stelle habe ich noch. Eine Trockenstelle, vor allem hier vorne, vor meinen Wellen. Auch der ganze Wall, habe ich das Gefühl, nimmt überhaupt kein Wasser an. Hier gerade, hier werden wir auch noch mal gucken. So, genau hier. Ja, doch, das geht hier noch. 1, 2, 3, 4, ja, das ist nicht so schlimm.
Ja. Noch, das geht noch. Hier ist der Boden noch echt trocken. Ja, der ist und stark verdichtet. Heidewitzka ist der hier stark verdichtet. Das ist natürlich kacke. Das hier, das ist natürlich brutal. Hier eine ganz dünne Mutterbodenschicht, ein bisschen angefeuchtet und dann nur noch Sand. Also abartig. Ja, auch hier eine grenzwertig. Nee, der Boden nimmt das Wasser auf. Stellenweise nicht. Stellenweise leicht hydrophob. Hier oben ist er nicht hydrophob. Aber extrem hart und extrem sandig. Ja, sehr spannendes Thema. Man muss wirklich genau hingucken. Man muss sauber analysieren, was ist wirklich das Problem? Warum habe ich Trockenstellen? Warum vertrocknet mein Rasen so schnell? Da gibt es jetzt halt mehrere Ursachen. Einmal, der Rasen ist sehr stark wasserdurchlässig, sehr sandig. Das heißt, man darf nicht ganz so viel wässern, dafür öfters wässern, damit das Wasser eben effizient von den Gräsern, von den Wurzeln aufgenommen werden kann. Das zweite ist, der Boden stößt das Wasser ab. Hydrophobie, eine ganz spannende Sache. So, und das dritte ist natürlich die Wassermenge. Das heißt, man muss genau gucken, bewässere ich gleichmäßig meine Rasenfläche? Habe ich Stellen, wo ich zu viel oder zu wenig bewässere? Da sind halt eben diese einfachen Messbecher super gut geeignet. Einfach mal zu gucken, wenn die Bewässerungsanlage läuft, wie ist die Mengenverteilung über der Fläche? Was noch dazu kommt, habe ich eben vergessen, ist die Bodenverdichtung. Also wie hart ist der Boden, wie verdichtet ist der Boden, wie schwer kommt man mit spitzen Gegenständen in den Boden rein. Da kann man mal einen Schraubendreher nehmen lang und mal reinstechen. Wenn man schön fluffig leicht in den Boden reinkommt, hat der Boden die gewisse Leichtigkeit, die gewisse Luftigkeit. Da kommt dann Wasser besser durch, da kommt Luft besser rein. Also hier in diesem Zwischenbereich ist der Boden bei mir hier extrem verdichtet. Ja, spannend, sehr spannend. Ja, super, bis da hinten hin. Wow. Bis in die Ecke rein.